Jetzt. Der Thomas hat in einem der Vorträge diese Woche das Zitat auch eben angedeutet, ich führe es zu Ende. Fläche kann jeder, aber auf die Details kommt es an. Und ganz genau deswegen schauen wir uns konzentriert jetzt die Details an. Was haben wir hier? Was finden wir vor? Wir haben unsere Unterdeckplatte, die Ultra-Therm, hier eingebaut. Wir haben, guck's mal von vorne. Die Traufe von vorne, ganz von vorne, hier von der Seite. Die Traufe ist hier komplett überdämmt. Das hat auch wieder einen großen Vorteil, einen großen Nutzen. Zum einen, wir verkaufen mehr Material, das hatten wir aber schon mal. Nein, dadurch, dass die Traufe überdämmt ist, bleibt einfach das Bauteil länger warm. Und wenn das Bauteil länger warm bleibt, haben wir auch dauerhaft mehr Spaß mit der Optik. Im Normalfall, im Neubau, haben wir hier in dem Bereich eine Sichtschalung aufgebracht. Und wir kennen das, wenn in den Abendstunden Tau, Dämmerung, Kühle, Temperatur sich verändert, Tauwasser entsteht, Tauwasser sich eben auf den kalten, ungedämmten Bauteil absetzt und dann der optimale Nährboden für Moose und Algen letzten Endes ist. Und daher auch eine Empfehlung wieder, die Traufe zu überdämmen, da wo es Sinn macht. Wenn in Bayern oder sonst wo große Dachüberstände geplant werden, dann muss ich mir zweimal überlegen, ob ich wirklich 2 Meter lange Dachüberstände mache. Ich sage jetzt schon wieder, dass das für uns in Ordnung wäre, aber ist so. Diesen Effekt mit dem Auskühlen des Bauteils kennen wir sehr gut aus der Fassade. Wärmedämmverbundsystem mit einem Polystyrol ist wieder ein Baustoff. Die Wärmespeicherkapazität ist bei weitem nicht so positiv, so hoch wie die von der Holzfaser. Und dementsprechend schlägt sich hier wieder Tau schneller auf der Fassade nieder. Da haben wir wieder den Nährboden und daher kennen wir auch diesen Effekt, dass die Fassade relativ schnell schon mal in da, wo auch die Sonne schlecht hinkommt, grün wird und Moose und Algen eben Angriffsfläche bieten. Gut, fangen wir nochmal beim Verlegen jetzt der Konstruktion an, des Dachaufbaus an. Wir haben eben beim Ausrichten in der Pause, da haben Sie glücklicherweise nicht mitgekriegt, auf der kleinen Dachfläche schon den Effekt selber erleben dürfen. Und zwar das unterste Kantholz, das ist von oberster Priorität, dass es vernünftig gerade angepasst wird. Wenn wir hier anfangen und uns nicht die nötige Zeit nehmen, um das Kantholz gerade schön auszurichten, dann haben wir irgendwann das Problem, dass die Stoßkante nicht mehr so sauber aneinander läuft wie hier. Und je länger das Dach wird, umso größer wird der Versatz und umso problematischer wird es, das wieder auszurichten. Dementsprechend ist es extrem wichtig, eben sich die Zeit dazu zu nehmen, dieses Kantholz unten auszurichten. Was haben wir noch? Wir haben hier das Tropfblech montiert. Eben schon mal gesagt, warum und wieso. Jetzt haben wir die Situation, Wasser läuft hier ab und würde natürlich hier am stumpfen Stoß wieder hinterlaufen können. Auch da, der stumpfe Stoß, na, wo ist denn mein Streifen? Dann gehen wir einfach mal hier. Variante 1, ich nehme Klebeband, Vorpreimern, Klebeband, nehme mein Pressfix, Anpressdruck, Anfangshaftung. Funktioniert hier unten in dem Bereich bis hierhin. Hier habe ich wieder ein Problem, weil hier kommt wieder, die Wasser kann hier in der Fuge, wenn eine Fuge, es ist letzten Endes ein Holz, das Material quillt und schrumpft wieder. Hier kann dann mal Feuchtigkeit eintreten, wenn eine Fuge da ist. Und das ist natürlich zu vermeiden. Das Klebeband an sich ist gegenläufig dicht, dass da keine Feuchtigkeit hier rein kann. Das ist kein Problem. Aber hier in dem Fall hätten wir ein Thema. Jetzt können wir entweder auch die Nähte komplett verkleben
Oder aber wir gehen im Traufenbereich von vornherein her und nehmen eine Unterdeckbahn und befestigen die. Ist immer scharf. Befestigen die hier oben, auch ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich auf der Feder bleiben. Befestigen die Unterdeckbahn oben auf der Feder. Gehen nicht mit der Bahn hier hinten rein. Hier rein. Wäre zwar zum Verlegen vielleicht jetzt im ersten Moment einfacher, weil mehr Druck, mehr Festigkeit da wäre, aber wir haben die Gefahr der Dochtwirkung, dass wieder Feuchtigkeit über die Bahn in die Feder eindringen kann. Und da wir alle Möglichkeiten vermeiden wollen, Kondensat einzuführen, ist die ganz klare Empfehlung, nur bis Oberkante Stoß zu geben. So, dann gehen wir her, verkleben hier auf dem Tropfblech und dann haben wir eine saubere, optimal ausgeführte Drauflösung und sind hier auf der sicheren Seite. Ich habe es eben angedeutet, dass ich nochmal darauf eingehen wollte. Unser T-Stoßmodell, die Unterdeckplatte der Kategorie A, Naht- und perforationssichere Unterdeckbahn. Warum ist das so? Da sind wir als Gutex wirklich stolz drauf. Wir haben dieses System patentiert und wissen, dass wir hier was Einzigartiges haben mit vielen, vielen Vorteilen. Zum einen sieht man durch die Schräge hier, dass der Wasserablauf, man kann es sich einfach vorstellen, natürlich ganz einfach sichergestellt ist. Zum anderen haben wir hier die Fuge. Jetzt drehe ich das erstmal rum, weil das ist das, was man draußen eigentlich kennt. Die Unterdeckplatte, die Handwerker werden mir recht geben, die Unterdeckplatten sind draußen gestoßen. Nut und Feder ineinander geführt, so wie jetzt hier. Und hier, wenn jetzt hier eine Fuge entsteht, dann läuft das Wasser im Fugenbild rein und würde sich hier kapillar einen Weg suchen, wo es irgendwo einen Austrittpunkt findet. Und da haben wir eben durch unsere Technik und durch unsere Verfräsung hier die Sicherheit, dass das Wasser nach unten abläuft. Ich zeige Ihnen das jetzt mal an einem kleinen zusätzlichen Test. Mal hier. Erst einmal spülen. So, jetzt schütte ich mal kein Mikrofon in der Nähe, weil ich das letzte Mal nass gemacht habe. Ich lasse mal Wasser drüber laufen, bewusst in die Fuge rein. Und hier sieht man wirklich sehr schön, wie das Wasser dann unten rausläuft. Man sieht auch in der Fläche durch die Hydrophobierung, wie das Wasser optimal auf der Platte abperlt und nach unten läuft. Also das ist in Kombination, jetzt zeige ich Ihnen noch eins, jetzt ist das Mikrofon trocken geblieben, dafür ist mein Handy nass. Okay, jetzt zeige ich Ihnen noch einen anderen Punkt und zwar hier. Muss ja hier die Nut. Hier ist die Nut, die eben diesen Wasserverlauf, wenn die Platte aneinander gestoßen ist, sicherstellt. Das Ganze ist getestet worden bei der Holzforschung Austria. Bis 3 mm Fuge ist tatsächlich hier erlaubt, weil eben durch die Kombination Fugenbild und Schräge der Wasserablauf sichergestellt ist und funktioniert. Gut, wie wir die Traufe überdämmen, so müssen wir auch den Ortgang überdämmen, wenn wir an der Stelle mit Überdämmung arbeiten. Da haben wir teilweise Unterschiede im Sanierungsbereich. Kommt es dazu, dass die Schalung nachträglich aufgebracht wird, dann haben wir einen Versatz hinten zur Dachfläche. Dann können wir bei Gutex mit verschiedenen Plattendicken arbeiten, die in die Nut immer ineinander übergeht und den Versatz ausgleicht. Apropos Fuge, bevor wir weiter das Dach zulegen, ist wichtig, wir haben einen Fugenversatz einzuhalten. Das heißt, wenn wir die Platten verlegen, müssen wir mindestens 40 cm von Fuge zu Fuge Versatz lassen. Punkt 1, ein weiterer Punkt.
In einem Gefach darf immer nur eine Fuge sein. Die nächste Fuge muss dann wieder ins nächste Gefach verlegt werden. Und Kreuzfugen sind generell nicht zulässig. Grundsätzlich generell nicht zulässig. Wenn wir jetzt am Arbeiten sind, verlegen die Platten vor Zus. Jetzt hätte ich gerne mal die Platte Nummer 1, 2, 3. Dann haben wir natürlich am Ende, wenn wir hinten ankommen, die Situation, kommst du mal von hier? Die Situation, dass wir eine Platte schneiden müssen. Jetzt können wir entweder die Platte, oder nicht entweder, wir geben die Platte jemanden in der Hand und bitten ihn, die uns abzuschneiden. Wenn es dumm läuft oder wenn es gut läuft, kann ich jetzt erstmal eine Zigarettenpause machen und warten, bis ich den Verschnitt habe, um die zweite Reihe zu beginnen. Ich kann natürlich auch hergehen und direkt mit einer zweiten Platte, mit einer halben Platte anfangen, durcharbeiten und dann mit dem Verschnitt von der ersten Reihe wieder anfangen, um wirklich optimal zu arbeiten. An der Stelle sei kurz noch der Hinweis erlaubt, wir haben jetzt hier unten die Nut abgeschnitten. Zum einen, um hier keine kalte Stelle zu haben, wo Wind durchziehen kann, sprich durch die Nut. Zum anderen, auch da die Empfehlung, wenn wir soweit sind und hier anpassen, wir messen den Sparren auf Länge und teilen uns das Dach ein, damit wir nicht später oben mit einem kleinen 10 cm Streifen enden und müssen die Firstausbildung machen. Dann können wir, weil wir eh hier unten einen geraden Schnitt machen, dann können wir entweder kurz oder auch bis zu einer halben Platte, sage ich jetzt mal, abschneiden. Hauptsache, wir kommen oben vernünftig aus. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Wenn wir, oder was man so schon sehr schön sieht, die Platten haben eine sehr hohe Passgenauigkeit. Wir brauchen kein Klopfholz, um die Platte in Platte zu drücken, sondern die lassen sich wirklich super leicht ineinander verbauen. Was wir jetzt berücksichtigen müssen, generell sind Holzfaserdämmplatten nicht durchbruchssicher. Die sind nicht frei begehbar. Ganz wichtig an der Stelle, die sind nicht frei begehbar. Wir müssen uns die Sparren anzeichnen, damit wir wissen, wo wir unsere Konterlatte festmachen. Die Konterlatte wird entweder genagelt oder eine 4x6er Platte geschossen und die 3x5er geklammert, die 4x6er geschraubt und die 3x5er geklammert. Das müssen wir uns anzeichnen und es wird ja immer Stück für Stück weitergearbeitet. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Plattenlänge zulegen können. Dann könnte doch dumm laufen und fliegt mal das ganze Dach weg, wäre nicht das erste Mal. Also es muss ja immer vorzugearbeitet werden, 2,50 Meter, 3 Meter Länge, je nachdem wie es passt, Konterlatte aufbringen, eine Lauflatte drüber legen, damit wir vernünftig auf dem Dach arbeiten, vernünftig laufen können, das Dach vernünftig verarbeiten können. Apropos Befestigung, ich habe schon gesagt, 4x6er Latten geschraubt, 3x5er können geklammert werden. Platten bis 60 mm Plattenstärke hat jeder Hersteller eine Tabelle, wo man das Schraub- und Muster, Befestigungsmuster rauslesen kann. Für alles andere, für alle dickeren Aufbauten wird eine Schraubenstatik benötigt. Wo kriege ich die her? Bei uns auf der Homepage ist ein Link. Die meisten Hersteller von Befestigungsmitteln bieten das auch kostenneutral an. Das heißt, Sie können hergehen, müssen einige Informationen, einige Daten zu dem Objekt hinterlegen und bekommen dann die Schraubenstatik zur Verfügung gestellt. Vom Grundsatz her haben wir zwei Schraubensysteme. Wir reden von Sogschrauben und von Schubschrauben. Die Sogschraube wird winklig zur Dachfläche eingebracht, schützt eben gegen Windzug, gegen das Wegziehen der Dachfläche. Und die Schubschrauben dienen dazu, dass die Platte einfach vor dem Abrutschen gefestigt wird und die wird in 60 Grad Winkel eingebracht. Und alle die Angaben sind eben dann der Schraubenstatik zu entnehmen.
Wie sieht es jetzt zum Beispiel aus, wenn wir unten mit eine Traufe haben, die wir ungedämmt haben und mit Verlängerungshölzern arbeiten? Das würde bedeuten, wir kommen weiter hoch oder wir haben auch eine abgeknickte Traufe unten, wo wir erst mit einem Holz arbeiten und kommen dann wieder mit unserer Dämmung irgendwo auf einen stumpfen Stoß. Stumpfe Kanten sind nie dicht, auch da müssen wir wieder überlegen und müssen dann gegebenenfalls die Unterdeckbahn in den nächstliegenden Nut führen und dann eben die Unterdeckbahn bis nach unten ausführen, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Dann legen wir weiter aus. Im Normalfall auf der Baustelle wäre ja jetzt der Fall so, dass die Dachfläche über das Fenster durchgelegt wird. Wir haben uns das jetzt gespart und haben das alles mal vorbereitet. Was wir natürlich jetzt berücksichtigen müssten, hätten wir die Fläche durchgelegt, dass wir, wenn wir die Dachöffnung ausschneiden, die Dampfbremse nicht verletzen. Weil wenn wir hier Jufter, Tralala, Kettensäge und rein damit einfach aussägen würden, dann wäre garantiert hier unten ein Mangel, ein Schaden durch. Und das wieder vernünftig abzukleben, das ist eine richtige Herausforderung. Deswegen die Empfehlung an der Stelle, die Kreissäge so einstellen, dass 2 mm, 3 mm übrig bleiben. Die kann man locker dann rauspressen. Immer lieber den Weg gehen, als wenn ich das Risiko eingehe, die Dampfbremse an der Stelle zu verletzen. Dann möchte ich an der Stelle auf unser Klebesystem hinweisen. Ich habe es eben schon angesprochen, der Thomas hat es angesprochen, er wird es auch gleich noch zeigen. Wir haben ein dreiteiliges Klebesystem von Gutex als auch von Proclima. Besteht zum einen aus dem Primer, der wird gleich praktisch, wie gesagt, vorgeführt. Dann aus dem Klebeband. Und das Dritte, was wir auch schon gesehen haben, die Dichtmasse. Wofür ist das wichtig? Gucken wir nochmal von. Wir haben diese Zwickel, diese Stellen an mehreren Stellen am Dach. Hier, da, machen wir von vorne, dass man so richtig. Die Gefahr wäre hier, wenn ich einfach ein Klebeband hier drüber mache, dass ich hier eben, dass da Kapillarwirkung entstehen kann, dass da Feuchtigkeit wandern kann. Es wäre jetzt nicht die glücklichste Idee, zu versuchen, das hier reinzudrücken, weil irgendwann kommt da ein Fehler und es ist einfach auch aufwendig und nicht korrekt. Deswegen mit der Dichtmasse hier aus, eine Raupe ausspritzen, einbringen, dann natürlich vorher gepreimert, dann das Klebeband drauf, leicht andrücken und dann sind wir auf der sicheren Seite und so ist an allen Schnittkanten letzten Endes vorzugehen und zu arbeiten. Gut, dann würde ich mal weiter verlegen. Auch hier wieder, wie einfach die sich ineinander schieben lassen. Die gestrichelte Linie im Übrigen, die wir hier sehen, ist eine Verlegehilfe. Auch da, wir wüssten ja nie, wann sind wir richtig drin. Und jeder, der jetzt schon mal auf dem Dach erlebt hat, unten haben wir nur ganz minimale Abweichungen. Je weiter wir hochgehen, je länger es ist, umso größer werden die Abweichungen, umso größer werden die Fugen. Wenn wir hier auf die Verlegehilfe achten und die Platten so verbauen, dass die verschwindet, dann sind wir immer auf der sicheren Seite, dass dort die Platten richtig ineinander geführt sind. So. Jawohl. Genau, Herr Thomas macht das oben netterweise weiter. Ich nutze die Gelegenheit noch,
darauf aufmerksam zu machen, wie notwendig und dass es absolut unabdingbar und notwendig ist, an jeder Durchführung ein Wasserableitblech anzubringen. In dem Fall habe ich jetzt hier von der Firma Roto, weil die haben es in ihrer Kartonage beiliegen beim Eindeckrahmensystem, das Wasserableitblech dabei. Ich verzichte jetzt mit meinen 100 Kilo Lebendgewicht auf dem Dach rumzuspringen, mit meinen Chemischüchen erst recht. Die bauaufsichtlichen Gefahren sind mir da zu groß. Ich möchte es Ihnen trotzdem kurz zeigen, wie es in der Praxis zu berücksichtigen ist. Auch hier wieder, oberhalb dem Fenster, schräg anzubringen, zu primern, mit dem Klebeband anzukleben. Hier haben wir natürlich jetzt, Thomas Klappner, soll ich dir helfen? Hier haben wir natürlich jetzt noch die Situation, dass wir wieder eine Fuge, eine Stoßfuge haben und hier würde das Wasser wieder reinlaufen. Da gilt natürlich dann auch wieder, das Klebeband bis oben in die nächste Feder zu führen, um dort sicher zu sein. So, dann hoffe ich, Sie sind genauso schnell auf den Baustellen. Innerhalb von wenigen Minuten mal so ein Dach zugelegt. Also Verlegefreundlichkeit hilft da ganz bestimmt. Wichtig ist noch, die Platten sollten nach Möglichkeit staubfrei sein beim Verlegen. Im strömenden Regen können die Platten verlegt werden, aber die Verklebung sollte im strömenden Regen auch nicht erfolgen, weil dann haben wir eine Trennschicht. Dann würde im ersten Moment der Kleber funktionieren, aber würde sich wieder ablösen. Also Feuchtigkeit ja, aber nicht fließendes Wasser, kein Frost, weil das sind Themen, die dann als Trennschicht letzten Endes wirken. Kommen wir zu einem weiteren Bauteil, dem Kamin. Ich bin einer der schnellsten Kaminbauer Deutschlands. Wenn ich denn diesmal, im letzten Vortrag hatte ich prompt, hinten haben wir eine Metallschiene, die das Modell zusammenhält, die habe ich prompt beim Schrauben getroffen. Thomas, hast du mir den richtigen Bit gegeben? Ja. Und du ja sagst, glaube ich, steht das auch. Juhu, erster Versuch, ein Treffer. So, dann, puff, das ging schneller. Ich werde Kaminbauer im nächsten Leben. Was sehen wir da, was wir nicht sehen, beziehungsweise was ist da jetzt falsch? Bitte? Ideen? Also, wir haben jetzt hier logischerweise gefuddelt. Normalerweise muss im Randbereich 2-5 cm mit nicht brennbarem Material sein. Der Übergang von der Dämmung an den Kamin muss nicht brennbar ausgeführt sein. In der Regel wird, wie gesagt, 2-5 cm Fuge gelassen. Hier kommt dann nicht brennbares Material. Eine Wolle wird reingestopft, eingebaut. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie, bevor Sie die Arbeiten beginnen, sich mit dem Schornsteinfeger kurzschließen, was er für eine Erwartungshaltung hat, wie er es gerne ausgeführt haben möchte, weil so dürfte es nicht sein. Sie dürfen nicht mit dem Dämmstoff direkt rangehen, sondern müssen den Anschluss mit nicht brennbarem Material herstellen. Wie wird den Anschluss dann wiederum, weil dann haben wir wieder stumpfe Stöße, dann kriegen wir wieder Feuchtigkeitsprobleme. Und wie wir das lösen, das wird der Thomas dann jetzt nochmal zeigen und vorführen, wie wir das optimal hinkriegen. Funktioniert es jetzt besser? Jawohl, alles passt. So, sollte unser Kaminkehrer definieren, wir brauchen einen größeren Abstand, weil der Kaminkehrer ist der Gott in Schwarz, der entscheidet da oben, ja, nicht wir, sondern der. Das heißt, der Ausschnitt wird größer, da muss mehr Dämmstoff dazwischen in irgendeiner Form, dann müssen wir wiederum mehr von unserer ausgeschnittenen Platte ersetzen. Das können wir tun mit dem Klebeband, ist alles kein Problem. Mit dem Klebeband darf ich auch an den Kamin und in Abhängigkeit dessen, wie sich die Kaminoberfläche mir gegenüber darstellt, entscheide ich auch, was für ein Klebeband ich nehme. Wir haben schon sichtbar. Es gibt Klebebänder, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die sind auf Butylbasis mit dickerer Klebe.
Materialdicke als solches und mit denen ich auch Konturen von Mörtelfugen nachbilden kann, also ausformen und die dann trotzdem sicher kleben. Egal wie, ich muss hier an meinem nächsten angrenzenden, in dem Fall winddichten Bauteil anschließen und auch auf der Platte und sowohl am Stein als auch auf der Platte ist es zwingend notwendig, dass ich einen Primer benutze. Primer könnte wiederum, wie vorhin auch, heißen einmal Primer aus der Flasche, das demonstriere ich jetzt gleich, oder Primer aus der Dose, auch das kann ich zeigen. Der Primer aus der Dose wird aufgebracht. Ich habe ein Klebeband, das ist 150 mm breit. Dieses Klebeband hat auf der Rückseite einen getrennten Schutzliner und dann kann ich auf der einen Seite ansetzen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich auf der anderen Seite schon anklebe. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Ich habe 150 mm. Ich gucke, wenn es möglich ist, dass der Liner genau an der Kante zwischen Platte und Kamin verläuft. Ich gehe her und bringe meinen Primer in dem Fall auf. Hier, ich sage es mal ganz grob, bei 7,5 langt 8 cm an der Seite. Hier genauso, ich bringe den da auf. Hier mache ich es mal ganz bewusst auf der Seite nicht und ihr könnt dann in der Pause mal den Klebeanschluss wieder lösen, sprich das Klebeband abziehen und wir sehen den Unterschied zwischen geprimert und nicht geprimert. Hier in dem Fall, unser Kaminfake mit dem Klebeband hätte gar keinen Primer nötig. Primern und sofort weiterarbeiten. Wir gehen her. Der Jens hat vorhin so schön gesagt, das Klebeband ist gegenläufig dicht, hört sich ganz toll an. Unterm Strich für mich aber vollkommen logisch. Ich gehe her und verarbeite das Klebeband so, dass das jeweils überlappend verarbeitet wird, sodass Wasserablauf garantiert gewährleistet ist. Bedeutet hier für mich, ich beginne unten und arbeite mich dann über die Seite nach oben. Jetzt kollidiert Messer und mein Mikro. So. Ich packe das hier weg. Ich nehme wieder meinen Pressfix zu Hilfe, stecke den ein. So. Ich gehe her, ziehe meinen Liner auf der einen Seite ab. So komme ich, wie gesagt, nicht in die Verlegenheit, an der einen Seite schon hängen zu bleiben, während ich nur auf der anderen Seite kleben will. Gehe mit meiner Kante mit der Mitte meines Klebebandes, hier in dem Fall, gehe ich in die Ecke des Kamins. Das Primer zieht schon, ihr seht es, macht gar nichts. Ich nehme meinen Pressfix, Anpresshaftung, Endklebekraft. Auch hier bin ich ein kleines Stück weiter draußen, so wie sich das mir darstellt. Nein, das langt noch. Also ich muss immer gucken in der Summe, dass ich ein kleines bisschen mehr Primer auftrage als die Außenkante Klebeband, damit ich sicher sein kann, dass diese Kante auch definitiv im Nachgang hier sauber klebt und nicht die Chance sich bietet, dass Wasser die ganze System hier hinterläuft. Ich ziehe meinen Liner ab, nehme meinen Pressfix, beginne hier in meiner Fuge oder Nicht-Fuge, in meinem Übergang zwischen Kamin und Holzfaserplatte. Ich schneide jetzt hier ein und das wäre jetzt so ein Knackpunkt als solches, diese Ecke. Es ist im Moment eigentlich ganz egal, wie ich die einschneide. Bei dem ersten Schnitt hier, weil es wird immer so sein, dass ich dieser Schnittkante, dieser Ecke jeweils hier besonderes Augenmerk hier zukommen lassen muss, bedeutet für mich, mein nächster Arbeitsschritt hier ist ein Stück Klebeband oder in dem Fall zwei. Lass mich gerade mal noch einen Schritt darüber. Da langt es hier vollkommen, ist vollkommen ausreichend. Ich nehme mein Klebeband und so kann man es auch noch lesen. Klebe hier meine Ecke nochmal zusätzlich ab. Die Ecke ist safe und wird von der nächsten seitlich am Kamin angebrachten Klebebandlinie hier
überlappt. So, Pressfix. Irgendwo ist er, in der Hosentasche diesmal. Anfangshaftung, Endklebekraft. Und jetzt gehe ich an die Seite, einmal links, einmal rechts. Und auch ich spare mir das Klettern. Da oben mache ich natürlich die letzte Schicht genauso gegengleich zu der ersten. Und auch hier muss ich dafür Sorge tragen, da ja mein Kamin eine Durchdringung meiner Unterdeckplatte ist, meiner zweiten wasserführenden Ebene, dass im Falle eines Falles, wenn ein Schaden eintritt oberhalb meines Kamins, bedingt durch Materialbruch, was auch immer, Hagel oder Windzug, lassen wir es mal dahin stehen, auch da muss ich oben drüber einen Wasserabweiser, wie bei meiner Durchbrechung Dachfenster auch, ganz klar, steht im ZVDH-Regelwerk drin, ist absolutes Muss. Das Wasser muss in den nächsten Gefach nach außen abgeleitet werden und nicht an meiner Durchdringung Kamin irgendwo auf der Innenseite ankommen. Ich messe mein Band ab. Gleiches Spiel, Liner trennen. Ich denke mal, ein geübter Handwerker kann das auch, ohne dass er sowas vorher tut. Problemstellung ist, dass der Primer oder auch der Primer als solches von Beginn an so stark aggressiv die Verklebung als solches hier, ihr seht schon, ja, hier, der greift mir jetzt schon dahin und wenn ich dann jetzt irgendwo berühre, wo ich es nicht möchte, dann ist das doch schon von großem Vorteil. Hier oben ist nicht geprimert. Da oben brauche ich das Ding auch gar nicht. Das heißt auf gut Deutsch, ich schneide mir es jetzt einfach nochmal nach. Dann ist das für mich hier kein Anfang für einen Fehler. Oberseite natürlich auch wieder. Primer, logischerweise. Ich gehe her, nehme meinen Liner hier auch wieder weg. So, wo ist er? Da ist er. Pressfix. So, und dadurch, dass ich diese Ecke vorher mit diesem Flicken hier vorher gesichert habe, ist es auch jetzt so, dass der Schnitt, den ich jetzt nicht bis zur Ecke ausführe, um das Ganze unten drunter nicht zu beschädigen, den hätte ich jetzt auch in anderer Form durchführen können, aber hier die Ecke, diese schwächste Stelle ist absolut auf der sicheren Seite. Jetzt mache ich hier das Gleiche nochmal. Gehst du gerade auf die andere Seite? Ich mache das Gleiche jetzt nochmal ohne Primer, damit ihr tatsächlich nachher mal probieren könnt, wie stellt sich das dar, wenn ich diese Holzfaseroberfläche nicht ertüchtige. So, auch hier ziehen wir als erstes auf der Holzfaser ab. Gehen her. Auch hier Anpressdruck, nur ohne Primer ist das nicht zielführend. Wir entfernen den Liner. Gleiches Spiel. Immer wieder das Gleiche. Die Chronologie des Verlegens sorgt dafür, dass das Wasser ablaufen kann. Aber nochmal, ich finde das Wort so toll, gegenläufig dicht. Nur wenn ich Einfluss drauf haben kann, im Gegensatz jetzt zum Beispiel da unten an der Traufe, dann mache ich das über Schuppen, damit ich das Ganze kaskadenförmig hier übereinander laufen lassen kann. Letzter Schnitt. In dem Fall jetzt einfach mal auch anders. Spielt nämlich tatsächlich keine Rolle. Und mein Kamin als Durchdringung meiner wasserführenden Ebene, als Durchdringung meiner Winddichtungsebene ist plötzlich Bestandteil des ganzen Systems und keine Leckage mehr. Das war's von mir. Du brauchst mich nicht mehr. Du brauchst dein Headset zurück, oder? Ja, schönen Dank erstmal, Thomas, dafür. Zwei Kleinigkeiten haben wir noch nicht vergessen, bewusst zum Schluss aufgespart. Wir haben eben davon gesprochen, dass der Kamin mit nicht brennbarem Material angeschlossen werden muss. Das Klebeband ist natürlich jetzt davon ausgenommen, weil letzten Endes
wird so wenig Klebeband hier verbaut, dass das zugelassen ist an der Stelle. Also da, bevor da Gedanken aufkommen, das ist doch brennbar, aber das ist dann im Rahmen der Sanierung vollkommen zulässig. Was ich noch unterschlagen habe eben, ist das Thema Firstausbildung. Und dazu habe ich Ihnen auch mal noch ein Modell mitgebracht, oder um das zu veranschaulichen. Wo bist du? Da bist du. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben den Dachverlauf und schneiden jetzt eben einfach übernehmen die Schräge aus der einen Dachhälfte und schneiden oben die Platte bei und gehen dann mit der nächsten Platte oben drüber. So, dann haben wir eine saubere Firstausbildung. Wir haben hier in dem Bereich ja wieder einen stumpfen Stoß, der nicht dicht wäre. Wir haben es uns jetzt leicht gemacht, wir haben es mal vorbereitet, indem wir schon mal mit einer Abklebung gearbeitet haben. Das ist eine Variante, dass wir tatsächlich mit Klebeband, Primer, beide Seiten bearbeitet und dann abklebt. Die zweite Variante wäre, wir gehen her und führen auch hier wieder eine Unterdeckbahn einfach über den First drüber. Der Halt der Unterdeckbahn kommt dann wieder mit der Konterlatte. Die wird mit der Konterlatte fixiert. Das ist dann jetzt Geschmackssache, jedem selbst überlassen. Zweites Beispiel zur Firstausbildung. Ich gehe einfach her und übernehme den Winkel aus dem Dach. Dann habe ich auch hier das Gefühl, hier muss verdammt sauber gearbeitet werden. Sonst kriegen wir hier auch wieder Probleme. Aber das sind die beiden Möglichkeiten, wie letzten Endes der First in dem Bereich ausgebildet werden kann und soll. Gut, dann wäre ich durch soweit mit meinen Ausführungen und würde dann das Wort wieder an den Oliver übergeben. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Thomas, auch nochmal für die Unterstützung. Jetzt haben wir offensichtlich, sind noch einen Schritt weiter gekommen. Wir nähern uns immer mehr einem funktionsfähigen Dach, also die Unterdeckung ist jetzt auch drauf. Was ich ganz eindrucksvoll fand, Wärmedämmung ist offensichtlich nicht gleich Wärmedämmung, da gibt es große Unterschiede. Wir haben ja gesehen, Schallschutz und auch Brandschutz haben wir in einem kurzen Versuch gesehen. Gibt es große Unterschiede. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Material verwenden, wenn es eben auch um sommerlichen Hitzeschutz geht. Da kann die Holzfaser doch einiges Positives bewirken. Jetzt sind wir perfekt in der Zeit. Können wir uns einer angenehmen Sache widmen, nämlich dem Mittagessen. Ich würde sagen, wir gehen gleich runter einmal, da wo Sie reingegangen sind, Treppe runter und dann zweimal links rum. Dann kommen Sie ins Restaurant, da gibt es ein leckeres Mittagessen. Und wir treffen uns um 13:25 wieder hier. Okay? Alles klar. Danke.